Super. Brian Billy Johnson, was ist die Seele des Menschen? John Newtons Text freundlicherweise gedruckt bekommen von der Gemeinde. Die liegt bei Ihnen. Ich finde, das ist ein sehr erstaunlicher Text, aber eine noch erstaunlichere Melodie. John Newton war ein Sklavenhändler im 18. Jahrhundert.
Und er kam auf der Rückreise aus den noch nicht Vereinigten Staaten zurück, wollte zurück nach Liverpool, hatte sein Schiff geladen voller Reis, Baumwolle und Indigo. Und in der irischen See war ein fürchterlicher Sturm. Die Segel hingen in Fetzen herab, Matrosen gingen über Bord, er klammerte sich an den Mast und betete zu Gott: Herr, errette mich, und wenn du mich errettest, dann könnt ihr euch schon vorstellen, was dann passieren soll, dann werde ich die Sklaven freilassen. Vielen Dank. Und in der Tat wurde John Newton dann einer der Vorfechter der Sklavenbefreiung. Zusammen mit John Wilberforce bringt er eine Gesetzgebung durch in Großbritannien, wo Sklavenhandel dann verboten wurde und auch bekämpft wurde auf den Seen. Und er hat diesen wunderbaren Text geschrieben über die unverdiente Gnade. Ja, das war ja noch nicht gerade verdient, dass er da gerettet wurde. Würde man nach menschlichen Maßstäben sagen. So Bleichgesichter wie wir eine Musik spielen, die eigentlich von den Afroamerikanern herkommt. Da
darauf haben auch schon viele Afroamerikaner die richtige Antwort gegeben. Denn jeder kann den Blues spielen, der den Blues hat. Da habe ich ein Stück zugemacht, das heißt The White Boy Singing the Blues. Okay? Das ist eigentlich der Ehrentitel von Elvis Presley, viele wissen das vielleicht. Denn Elvis Presley brachte diese afroamerikanische Musik in den Mainstream, das Rock'n'Roll mit ein. Mississippi. I never picked no cotton balls. I wasn't born in Mississippi. I never, never picked no cotton balls. Drank muddy water. So why sing the blues at all? They never call me nigger. They never, never call me boy. Never call me nigger.
got news. That's my people.